Hey Leute und willkommen zurück zu Dragonmon Z, dem geilsten Spiel aus Dragon Ball und Pokémon. Leute, wie gesagt, habe ich mich jetzt nun zu Lavados alias Broly hochgekämpft. Wir haben Tapion mit, das heißt, wir werden es gleich machen wie letztens. Wir hauen mit Gohan drauf, schwächen ihn runter und wechseln dann auf Tapion. Das ist so meine Taktik. Das versuchen wir mal, ne? Erstmal schwächen, ja. Nein, das setzt jetzt Rev ein. Das ist schlecht. Das ist schlecht, wenn das als erstes macht. Denn so kriegt unser Tapion enormen Damage. Oh Gott. Das war ein schlechter Beginn. Wir wechseln aber auch direkt den Kämpfer auf Tapion. Mal gucken, wie viel er einstecken kann. Er ist nur Level 40. Jetzt seht ihr auch mal Tapion von hinten. Ist jetzt nicht so schön, muss man sagen. Nicht sterben jetzt, nicht sterben. Er ist verwirrt. Okay, jetzt müssen wir ihn einsingen. Einschläfern. Ja, schläft. Ja, jetzt ist die Chance viel höher, ihn zu fangen. Nicht einfach, aber höher. Wir probieren es, Leute. Das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Aber ich will Broly haben. Ich will Broly haben. Ich habe jetzt extra Tapion geholt. Ersten Versuch ausgebrochen. Willst du mich verarschen? Beim ersten. Auf minimalem Leben. Eingeschläfert. Was? Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich fühle mich hart verarscht, Leute. Es war jetzt gerade noch schwerer, ihn zu fangen. Was? Moment, nochmal. Wenn Schlaf jetzt nicht gut zum Fangen ist, dann kann es ja nur mal Paralyse sein, oder? Oh Mann, ist das nervig. Wow, das hat wenig Damage gemacht. Leute, wir versuchen es. Wir versuchen es. Nochmal. Das ist verdammt wenig Leben. Das ist verdammt wenig Leben. Ey, ich hab sonst echt keine Ahnung mehr, ne? Ich hab sonst echt keine Ahnung mehr, wie wir Broly fangen sollen. Man traut sich weiter hoch. Bitte jetzt nicht Tapion one-hitten. Okay, wir sind schneller. Er schläft. Oh Gott. So wenig Leben wie jetzt hat er noch nie. Und er schläft. Also wenn wir jetzt nicht fangen, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann tut es mir leid. Dann habe ich keine Ahnung mehr. Dann habe ich echt keine Ahnung mehr. Eins. Einmal gewackelt. Ey, willst du mich verarschen? Ich komme mir wirklich verarscht vor, Leute. Ich komme mir wirklich verarscht vor. Ich sag's ganz ehrlich. Ich komme mir verarscht vor. Gar nicht gewackelt. Hä? Zweimal. Ey, ist das schwer, den zu fangen. Scheiß die Wand an, Leute. Nein, beim dritten Mal. Er ist aufgewacht. Nicht sterben, nicht sterben. Okay. Alter, Leute. Ist das C? Ist das C, Broly zu fangen? Man, macht auch Sinn, ne? Versuch mal, im Real Life rauszugehen und Broly in die Kapsel zu sperren, ne? Ist jetzt nicht die beste Idee. Zweimal. Aber so schwer. Er hat doch kaum Leben. Noch mehr Schwächen, noch mehr Glück haben können wir ja gar nicht mehr. Puh. Nee. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass Tapion zu Low Level ist. Mir wurde ja gesagt, wenn man Level über den Gegner ist, ist es leicht zu fangen, aber... Nein, er macht schon wieder Rev. Oh Gott.
Er hat einen Sohn gebracht. What the fuck? Scheiße, Leute, es ist so beschissen, Labrador zu fangen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Noch mehr Schwächen und einschläfern kann man echt nicht mehr. Zweimal. Er ist jetzt dann verwirrt und tötet sich dann wieder selbst. In der Zeit werf ich jetzt halt noch. Er one-hittet uns alle, weil er sich so aufgepowert hat vorher. Alter. Puh. Ich kann in der Zeit einfach nur Bälle werfen, ne? Ne, zweimal. Ne. Wann hittet jetzt auch Gogeta? Alter, knapp, ne? Verwirrt ist er schon mal. Puh, ist das schwer, Leute. Ne, erstmal ausgebrochen. Ne. Leute, ich habe echt keine Ahnung mehr, ne? Noch einfacher ging es ja gar nicht mehr. Fast kein Leben. Eingeschläfert. Was will man mehr, ne? Was will man mehr? Versuch's jetzt nochmal, aber irgendwann geht's mir auch auf die Nerven und ich lasse es, ne? Irgendwann lasse ich so. Ganz einfach. Puh. Das heißt, wir erstmal Schwächen versuchen. Okay. Er nimmt auch, wie ihr seht, jedes Mal unterschiedlich Damage. Es ist nicht immer der gleiche, Brody. Jetzt hat er wieder mehr Leben. Jetzt hat er mehr Leben als vorher. Er powert sich leider schon wieder hoch. Das kann sein, dass er uns wieder gleich one-hittet mit Rev, ne? Boah, Leute, das ist zäh. Das ist echt zäh. Also wirklich leichter geworden ist es durchs Einschläfern meiner Meinung nach nicht. Ich habe bis jetzt keinen Unterschied gemerkt. Ich habe echt keinen Unterschied gemerkt. Oh Gott. Ne, dritten Mal ausgebrochen. Boah, es fühlt sich gerade an, als würde man ein Mewtwo versuchen, mit Pokébällen zu fangen. So könnt ihr euch das vorstellen. Ne, zweimal. Wie soll ich dich fangen, Brody? Außer mit dem Meisterball, was ich aber nicht will. Puh. Zuerst dreimal gewackelt, dann zweimal gewackelt, dann einmal gewackelt. Wenn es jetzt gar nicht mehr wackelt, dann fresse ich einen Besen. Da bin ich jetzt gespannt. Ja. Dreimal, zweimal, einmal gar nicht wackeln. Nein, Rev, wir sind tot. Wir leben noch. Ein Versuch, Song einzusetzen. Ja, oh Gott. Oh Gott. Leute, das Spiel will mich fertig machen, ne? Das Spiel will mich psychisch fertig machen. Dieses Dü-Dü-Dü-Dü, das ist so nervig. Ne? Eins, zwei, drei. Nein, wir haben ihn. Oh Gott. Oh Gott, Leute, war das schwer. Puh. Oh Gott, war das schwer. Aber wir haben ihn. Wir haben Brody gefangen. Oh Gott. Oh Gott. Leute. Boah. Pff. War das zäh. War das zäh. Wir haben Brody, Leute. Wir haben Brody. Oh Gott. Weg von der Insel. Lass mich hier runter, Mann. Weg hier. Tschüss. Alter. Puh, erstmal ab ins Pokémon Center. Jetzt müssen wir nämlich überlegen, ne? Was werfen wir raus? Was nehmen wir ins Team? Wir haben zwei Gohan. Es macht keinen Sinn, Leute. Oder wir sagen Scheiß auf Gotenks. Scheiß auf diesen Gohan. Oder Tapion. Stimmt, Tapion.
Tapion. Tapion? Tapion? Tapion. Tapion. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Broly sich am nächsten Level bereits entwickelt. Deswegen geben wir ihm jetzt gleich ein Sonderbonbon. Unser Wehraffe sollte sich auf Level 45 entwickeln. Ich habe ihn noch auf Level 41 bekommen, während ihr nicht da wart, sozusagen. Wir geben jetzt ihm mal einen Sonderbonbon. Ich will es wissen. Wird Broly sich nun gleich entwickeln oder hat er hier keine Entwicklungsstufe? Ja, Broly entwickelt sich. Wusste ich's doch. Unser Lavados entwickelt sich. Denkt da mal darüber nach, Leute. Das sieht schon mal gut aus. Komm, Baby, komm, Baby. Nice. Nice. Super Saiyan Broly. Die Frage ist, kann er sich nochmal entwickeln? Wo sind die grünen Haare, ne? Kann er das nochmal? Basta, was? Er will was Neues lernen. Oh Gott. Was kann er denn überhaupt? Power-Up? Rev? Key-Bomber? Power-Burst. Okay. A small green energy ball is fired because of enorm explosion. Boah, das macht Damage. Das macht Damage. Power-Burst? Key... Special Attack, Special Defense. Und das erhöht nur die normale Attack. Nehmen wir Power-Up weg. Unser Broly bräuchte aber echt noch einen ganz normalen Angriffsmove, ne? Aber wir haben einen fucking Super Saiyan Broly schon mal. Nice. Das ist geil. Das ist echt geil. Unseren Osaru müssten wir entwickeln. Das heißt, wir nehmen das Item weg von unserem Super Saiyan 2 Gohan und geben das nun unserem Osaru. Und dann müssen wir noch das Item von Gotenks wegnehmen. Jetzt kriegt die ganzen Erfahrungspunkte, die wir sammeln, alles unser Wehraffe. Das ist schon mal geil. Können wir jetzt da hochfliegen? Nein. Oh, ich kann nicht hochfliegen. Oh, scheiße, Leute. Weil wir die Höhle nicht durchquert haben. Weil wir die Höhle nicht fertig durchquert haben, kann ich nicht aufs Indigo-Plateau fliegen. Oh, Leute, das heißt, wir müssen da hingehen, ne? Scheiße. Jetzt kommt der Walk of Shame. Ne? Nicht der schöne Weg in die Pokémon-Liga, sondern der Walk of Shame. So quasi, wir waren schon da. Ein wunderschöner Pflanzenmann. Level 3. Das waren noch Zeiten. Da waren wir noch jung, ne? Jetzt sind wir Level 41 mit unserem Werfen. Ist schon ein Unterschied. Ist schon ein Unterschied. So. Oh Gott, jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen. Das tut weh. Das tut weh. Immerhin kontrollieren sie unsere Orden nicht mehr, aber das tut weh, Leute. Das tut weh. Ah, wir haben unser Lavados. Ich weiß leider noch immer nicht, welcher Held der Arktos ist. Zapdos haben wir ja gesehen. Den Typ kenne ich nicht. Hat mich jetzt auch nicht so interessiert, ganz ehrlich. Der hat mir nicht gefallen. Hier kann echt Aqua auftauchen? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier echt ein Aqua auftaucht. Nur beim Wasser rumsurfen. Oh Gott, das ist nervig. Oh Gott, nein. Da hatten wir vorher echt Glück, dass nie ein Aqua aufgetaucht ist. Dann gehe ich hier lieber zu Fuß durch, so, und fahre hier weiter. Auf die Schildkröte. Dem, 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 dem. Okay, hier, hier, hier. Kurz durch, weiter. Wir wollen nicht noch einen Tapion fangen. So, ab in die Höhle, Leute. Jetzt geht's los. Und jeden, den wir jetzt töten hier, kommt unserem Wehraffen zugute. Okay, hier geht's mal nicht weiter. Hier links oben können wir auch Stärke nicht einsetzen. Was ist das hier? Ist das ein Schalter? Und warum heißt der Chanemba? Der ist doch so fett. Der 45. Gott. Wie viel EP gibt er unserem Wehraffen, ist die Frage, ne? Wir müssen unseren Wehraffen irgendwie noch 45 parieren. Wie viel Damage machst du eigentlich? Ach, geht so, ne? Na, das macht nicht viel Damage.
Osarobim. Und? Und? Scheiße, hat der viel Leben. Hey, vielleicht können wir ihn sogar fangen, ne? Wenn wir jetzt gut treffen mit unserem Crush. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Komm, Baby. Eins. Zwei. Drei. Nice. Wieder was Neues. Es läuft. Es läuft. Er kommt direkt aus der Hölle. Cool. Cool auf jeden Fall. Was ist das? Ich denke, wir müssen die Kugel da hinschieben, ne? Oh Gott. Nein, nicht der schon wieder. Der hält so viel aus. Wir versuchen jetzt trotzdem mal zu töten. Oh, das zieht sich, ne? Ich glaube, Osaru leveln ist hier nicht so geil. Oh, das wird dauern. Nee, Leute, nee. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das dauert hier 3 Jahre. Das macht keinen Sinn. Ich wette auch, wir kriegen jetzt sehr wenig EP. Wie viel EP gibt er uns? 790. Guck mal, wie wenig. Ne, das hat keinen Sinn. Das hat auf jeden Fall keinen Sinn. Ne, ne, ne. Wir tauschen ihn aus gegen... Gogeta mal, ja. Geben Osaru. Aber... den EP-Teiler. Und geben natürlich unseren Gogeta den Anzug wieder. So. Okay, okay, okay. So haben wir, glaube ich, bestmöglich die EP verteilt. Jetzt brauchen wir aber Stärke. Wir müssen den Felsen, glaube ich, darüber schieben auf den Schalter. Das ist so meine Idee gerade. Ich glaube, das... Oh. Wie viele EP gibst du uns? Lass uns überraschen. Was? Der ist nicht tot. Scheiße. Oh, das zieht sich, Leute. Das zieht sich dann. 500 nur? Ach, leck mich am Arsch. Nee. Ah, okay. Ach, ich hasse solche Rätsel immer. Das wird echt zäh, die Höhle, Leute. Diese Höhle hier wird verdammt zäh. Das kann ich euch mal versprechen. Immerhin ist das sehr effektiv. Tschüss, gib uns deine paar EP. Ich finde es aber echt schade, dass wir hier nicht leveln können, ne? Die haben alle so ein hohes Level und geben kaum EP. Das ist so schade. Das ist echt schade. So, Wegsperre weg. Ah! Ah! Ich habe auch nur mehr 2 Top-Shoots oder so. Nee, es bringt ja echt nichts, sie zu bekämpfen, ne? Nee, nee. Wir laufen weg. Das macht keinen Sinn. Oh, hier sind ja auch Kämpfer drin, soll ich vergessen. Ups. Ups. Boah, die Höhle wird zäh, Leute. Die Höhle wird zäh. Ich bin gespannt, wie viele Folgen wir in der Höhle hier festsitzen. Der 5 Kämpfer, was? Alter. Immerhin ist das sehr effektiv. Wie viel EP gibt's uns? Das ist alles echt. So, wie soll ich da leveln, Leute? Wie soll man so leveln? Mit diesen Kack-EP-Zahlen. Das ist doch nicht lustig. Ah, mein Rücken. Wie soll man hier Level, bitte? Spopovic. Der Osaru geht ja kaum EP. Kaum. Der Osaru wird in 3 Jahren Level 45.
Ich meine, ist Dragon Rush hier die ganze Zeit super effektiv. Er knallt einfach alles weg. Trotzdem geben die alle, das ist nichts. Was sind überhaupt? Dabura, oh, da könnte mal EP geben. Ne, der gibt glaube ich auch schlecht EP, oder? Weiß gar nicht, gibt der gut EP? Ich glaube nicht, ne? Ah, besser ist es. Besser, aber nicht gut. Ne. Schade, schade, schade. Schaffen wir Level 45 wenigstens mit unserem Gogeta? Ja. Sehr schön. Immerhin. Und der Osaru halt, wie gesagt, er levelt nebenbei mit, aber das wird dauern. Das wird dauern. Da oben war nur ein Item, sehe ich. Ja, Items interessieren mich erstmal nicht. Ich will einfach nur durch die Höhle durch, ne? Ich will einfach nur mit euch durch die Höhle durch. Und wie gesagt, schade, dass die alle hier überhaupt keine EP geben, ne? Ich hoffe halt, dass hier die ganzen Trainer uns ein bisschen mehr geben, sodass wir insgesamt ganz gut vorankommen. Alter, 5 Stück, die werden alle wie so schwach sein, ne? Aber das sind halt hier die Ast-Trainer, ne? Die starken, starken Trainer. Nein, er hat überlebt. Oh, ist das nervig. Boar Attack. Er hat sich selbst umgebracht. Ja, das macht Sinn. Das ist 10-19. Warum geht der Dragon Rusher jetzt schon aus? Ah, wieder kein One-Hit. One-Hit ist echt schwer geworden mit dem Level. Wir müssen echt leveln. Energy Ball. Nein, das geht ja nicht. Und was macht er? Der heilt hier sogar? Der heilt hier sogar? Stardust. Hau ihn weg, die Sau. Bitte. Nee. Nicht effektiv. Scheiße. Für was haben wir hier eine Psycho-Attacke? Das frage ich mich sowieso. Ach Gott. Ah, oh, die geben sogar die GP. Das ist nicht viel, Leute. Das ist nicht. Das ist ein Scheiß. Sag mal so, das ist ein Scheiß, Leute. Die geben kaum EP. Also wenn ich hier die Trainer schon besiege, die so krass stark sind, ne? Dann will ich aber auch, dass die gut EP geben. Den normalen C13. Er hat nicht mal Super C13. Schäm dich doch. Ah, der überlebt wieder. Oh Gott. Aua. Immerhin hat er keinen Heiltrank eingesetzt. Ich dachte schon, er setzt einen Heiltrank ein. Das ist alles keine EP. Das ist gar nichts. Nein, verdrückt. Ich war zu schnell. Scheiße. Nicht sterben. Alter, nicht sterben. Oh Gott. Jetzt brauche ich mal einen Heiltrank. Aber ich habe noch Heiltränke. Ich bin ja überhaupt nicht vorbereitet. I-Beam. Der Augenlaser. Er wohnt hinten halt nicht mehr weg. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt nicht mehr stark genug. Oh, der geht noch. Okay. War das so schwach? Immerhin 1000 EP. Osaru Level 42. Levelt nebenbei mit. Wie gesagt, müssen wir so machen. Es dauert sonst alles viel zu lang. Osaru levelt nebenbei mit. Oh Gott, hier ist wieder ein Rätsel, ne? Oder? Nö. Doch. Wenn ich den hier hochschiebe, komme ich nicht weiter. Und den muss ich runter. Oh komm schon, beim Rätseln dann auch die Leute noch auftauchen, ne? Ah! Ich setze mal super Schutz ein. Ich glaube, wir haben noch welchen. Ich glaube, ja. Ja. Oh Gott, 2 nur noch. Scheiße. Da hätte ich eine Wagenladung kaufen sollen.
Aber ich dachte auch nicht, dass wir so wenig EP bekommen. Finde ich schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Hä? Level 46 Dabura hier? Ich dachte schon, hä, wie kann es sein, dass wir hier einen Encounter haben? Level 46 Dabura? Krass. Krass. Und guck mal, wie wenig EP da gibt, ne? Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Oh nein, der nächste. Wenn du jetzt auch 5 Kämpfer hast, die mir jeweils 300 EP geben. Das springt aus dem Fenster. Brrr. 3 Kämpfer? Klingt schon besser. Tau bye bye. Level 43. Uns gehen aber die Dragon Rushes aus. Müssen wir dann Helden wechseln? Oh? Wie viel EP? Ach, scheiße. Es ist zum Mäusemelken. Krillin wird auch kaum EP geben, ne. Das sind alles keine Helden, die EP geben, ne. Aber wir haben Level 46 erreichen. Level 46. Sehr schön. Nächsten. Nächsten. Komm her. Tenshin an. Hau raus. Und tschüss. One hit. Oh Mann, Leute. Oh Mann. Das wird was. Ah, wir haben Broly, ne? Wir haben Broly. Nur Broly brauchen wir gerade nicht trainieren. Der ist schon hoch. Der ist schon hoch. Und hier, wie gesagt, hier können wir eh nicht trainieren. Das macht keinen Sinn. Was ich früher gemacht habe, ist in der Pokémon-Liga zu trainieren. Noch so ein hoher Encounter? 48! Was? Unser letzter Dragon Rush. 48! Und hier rennen auch Level 34 rum. Willst du mich verarschen? Dieser Unterschied. Leute, schreibt in die Kommentare. Ist das im normalen Pokémon-Spiel auch so gewesen? 12 Level Unterschied? 14 Level Unterschied? Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann gibt es ja schon wenig EP. Okay, wir tauschen jetzt auf Gohan. Müssen wir das Item leider auch wieder wegnehmen. Dem wieder geben. Ist ein bisschen zäh. Aber so leveln wir ganz bestimmt besser. Das ist wichtig. So, hier hoch. Oh Gott. Das wird hier so lange noch. Oh Gott, Leute, ich sag's jetzt lassen wir für diese Folge erstmal. Ist schon so spät. Nächste Folge werden wir uns hier weiter hart durchkämpfen. Ich hoffe es, wir schaffen es nächste Folge hier komplett aus der Höhle raus. Es ist lang, es ist nervig. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Es geht am Weg in die Liga. Viel Spaß. Haut rein und ciao.